Zwei Hornhorn. Hallo Harry. Hallo. Ich habe zwei Hornhorn für den Zaubertrank gefunden. Klasse. Ich muss noch herausfinden, wo wir die nächste Zutat finden können. Aber ich werde es sicher bald herausbekommen. In der Zwischenzeit gebe ich das schon mal in den Trank. Hallo erstmal. Sie gründen einen Duellierclub. Heute ist das erste Treffen. Hört sich interessant an. Geh in die große Halle, wenn du wissen willst, was ein richtiges Duell ist. Alles dachte, der Typ lotst uns sogar. Ich weiß natürlich, wo die große Halle ist. Machen wir hier nochmal. Okay, da kommen wir später hin, da brauchen wir den Zauber. Ja, und jetzt kommen wir auch schon zu der Art, wie wir ganz viel Geld und ganz schnell ganz viel Geld bekommen. Nämlich, haben wir hier erstmal noch ein Secret. Überall Secrets hier noch, was, das ist so Wahnsinn. Mit so viel zu erkunden beim ersten Mal spielen, findet man es nie raus. Aber ich weiß es mittlerweile schon, ich habe dieses Spiel auch schon 5-6 Mal durchgespielt. Und es fand's eigentlich immer relativ kurz, also so lange dauert es gar nicht. Ein paar coole Sachen kommen noch, zum Beispiel hat Hermine ja schon gesagt, wie wir in den Slytherin-Gemeinschaftsraum müssen. Können mich alle sehen? Könnt ihr mich alle hören? Sehr schön. Im Duellierclub wollen wir für den Fall trainieren, dass ihr euch eines Tages einmal verteidigen müsst. Wir treffen uns jeden Tag im Vorzimmer der großen Halle. Ziel eines jeden Zaubererduells ist es, den Gegner unschädlich zu machen. Während eines Duells kannst du drei Zauber verwenden. Mit Rictus Sempra kannst du einen Gegner nach hinten schleudern, dann nimmt seine Kraft ab. Verwendest du Mimble Wimble, wirkt der nächste Zauber deines Gegners nicht mehr richtig. Wendest du Expelliarmus an, wird der Zauber deines Gegners umgelenkt, sodass er wieder auf ihn selbst zurückprallt. Möchtest du einen Zauberspruch wählen, scrolle mit der rechten Maustaste durch die Liste der Zauber. Drücke die linke Maustaste, um einen Zauber auf deinen Gegner anzuwenden. Hältst du die linke Maustaste einige Zeit gedrückt, wird die Kraft von Rictus Sempra oder Mimble Wimble verstärkt. Während eines Duells ist es verboten, Zaubertränke zu trinken oder zu springen. Möchtest du an einem Duell teilnehmen, musst du eine Gebühr in Form von Bertiebots Bohnen in allen Geschmacksrichtungen entrichten. Der Gewinner bekommt die Bohnen des Gegners. Möchtest du einen Schüler zum Duell auffordern, gehe einfach auf ihn zu. Wenn du genug Bohnen hast, wirst du zum Duell eingeladen. Mein Assistent, Professor Snape. Ich bin Ihr Kollege, nicht Ihr Assistent. Hat mir anvertraut, dass er selbst ein klein wenig vom Duell versteht und hat sich freundlicherweise bereit erklärt, die Duelle zu überwachen. Und nun eine kurze Demonstration. Harry, würdest du dich bitte mit Ron aufstellen? Na ja, Zeit, das Traumpaar zu trennen. Malfoy, komm hier rüber. Schauen wir mal, was du aus dem berühmten Potter machst. Es wird mir ein Vergnügen sein, dich zu zermalmen, Potter. Dann kann's ja losgehen. Zauberstäbe in Position. Bei drei geht's los. Angst, Potter? Das hättest du wohl gerne. Eins, zwei. So, das ist eigentlich ganz easy. Wir machen einmal den hier. Machen nochmal den hier. Er prallt ihn zurück. Wir prallen jetzt immer hin und her. Und schon haben wir gewonnen. Ganz schnell geht es. Harry Potter hat Slytherin besiegt. Wie enttäuschend. Serpensortia! Hau ab! Was war das? Hat Harry gezischt? Oh Gott, das kann doch nicht sein! Das kann nicht sein! Der doch nicht! Oh, 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 hat vielleicht jetzt nicht jeder verstanden? Nur Kenner des Films? Du bist ein Paselmund, Harry. Du kannst mit Schlangen sprechen. Na und? Es ist nicht egal, Harry. Denn Salazar Slytherin war berühmt dafür, dass er mit Schlangen reden konnte. Oh nein. Doch, so ist es. Und jetzt denkt die ganze Schule, du bist sein Ur-Ur-Ur-Ur-Urgroßenkel oder so ähnlich.
Aber das bin ich nicht. Ja, jetzt sind sie wieder ganz freundlich. Wir sehen uns später, Harry. Als ob nichts passiert wäre. In dieser Nacht lag Harry stundenlang wach und grübelte. Könnte er der Erbe Slytherins sein? Ich komme morgen nicht zum Kräuterkundeunterricht. Ich gehe in die Toilette der maulenden Myrte und mache weiter mit dem Vielsafttrank. Es ist einfach unglaublich, dass Hermine den Unterricht schwänzt. Hat der nicht gerade gesagt, wie dem auch sei, wir gehen jetzt besser nach draußen zu den Gewächshäusern, Harry. Wieso gehen wir dann jetzt? Da lernen wir jetzt übrigens den dritten Zauber. Aber ich denke, ich mache das noch nicht. Wir gehen jetzt erstmal in... Wo ich hinspringe, meinst du? Wir gehen erstmal hier in den Vorraum der großen Halle. Ne, wir gehen erstmal in die große Halle, bevor wir die Duelle machen. Genau, noch nichts irgendwie für Duelle aufgebaut, aber 5 Sekunden später kann hier schon ein Duell stattfinden. Wie durch Zauberer. Okay, ich dachte immer, hier gibt's mehr als nur Boden. Ich dachte immer, hier gibt's zumindest diese coole Decke, ist ziemlich schön. Ich dachte immer, hier gibt's Karten. Naja, dann ist ja nicht so wichtig. Wieso sind da oben solche braunen Flecke in der Decke? Sollen das Wolken? Ja, wahrscheinlich. Braune Wolken. Vielleicht regnet's gleich. Na gut, gehen wir raus hier. Und machen mal noch ein paar Duelle. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Oh. Kann ich so? Nö. Das ist auf jeden Fall Robert. Für 10 Bohnen. Und also können wir wieder 10 gewinnen. Und so kann man sehr schnell viele Bohnen machen. Denn die Bohnenpreise erhöhen sich immer, so höher der Gegner wird. Und der letzte ist nicht so schwer. Harry, du trittst jetzt gegen einen Mitglied aus deinem Team an. Aber erwarte nicht, dass der Kaiser sein muss. Lass ihn rein. Oh. Nicht schon wieder ein Treffer von Potter. Wie er den nie zurückprallen lassen kann. So, jetzt dürfte aber gewonnen sein. Jawohl. Dann überspringen wir das einfach mal und schon haben wir 10 Bohnen. Beim letzten, das geht jetzt hier so komplett da lang und dann nochmal komplett zurück. Dann können wir dann 200 Bohnen gewinnen und das geht dann relativ schnell. So kommen wir an sehr schnell sehr viele Bohnen. Das ist ein cooler Trick. So. Darf ich dir jetzt deinen nächsten Gegner präsentieren? Es ist Ravenclaw. Und das war's. Ravenclaw hat einen schweren Rückschlag erlitten. Expelliarmus! Jawohl. Da haben wir auch schon gewonnen. So, machen wir noch ein paar. Wir haben noch knapp 2 Minuten. Bisschen länger machen wir. Und dann beende ich den Part. Dann habe ich wieder eine Stunde aufgenommen für heute. Das muss reichen. Hufflepuff wird heute den berühmten Harry Potter schlagen. Na komm. Und gib auf. Expelliarmus! 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 So, das letzte Mal. Zurück, Hufflepuff! Lass nicht zu, dass er dich besiegt! Und das war's. Und es ist vorbei. Na gib auf. Boah, schaut mal diesen fetten Strahl an. Da haben wir's. Okay, nochmal ein Duell. Wie viel können wir jetzt schon gewinnen? 25, na immerhin. Und hier kommen dann ein paar solche Gimmicks, jetzt zum Beispiel diese Bücherregale. Da gibt es ganz komische Sachen, die noch kommen. Aber das letzte Duell ist ohne irgendwelche Hindernisse. Und es ist sogar kleiner als dieses große Duellierding. Es ist also verdammt eng. Ich zeige euch das gleich mal anhand von dem netten Kerl hier, der 35 hat. Nämlich geht das Duellfeld nur so weit wie dieser Aufdruck auf dem Boden. Das ist so das ganze Duellfeld. Harry, du trittst jetzt gegen ein Mitglied aus deinem Team. So, den hier und dann werde ich das deshalb leichter. Und da war's. Gut, dann machen wir im nächsten Part noch die da drüben, die komplette Reihe. Das sind auch nur noch 5. Wir werden dann ein paar Bertie Bobs Bohnen farmen, werden uns dann ein paar Bildkarten kaufen, vielleicht diese Quidditch-Ausrüstung. Quidditch müssen wir auch noch spielen. Ja, gibt's ziemlich viel, was wir erledigen müssen. Vielleicht machen wir auch direkt mit der Hauptstory weiter, das heißt... Nee, ich denke, wir machen im nächsten Part mal ein bisschen Nebenmissionen, spielen ein bisschen Quidditch, machen hier noch fertig, kaufen uns Ausrüstung, kaufen uns Bildkarten
und erkunden so ein bisschen das Schloss und holen uns auch dabei ein paar Bildkarten. Gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann hoffentlich, ich will es hoffen, im nächsten Part wieder. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch. Wenn es euch gefallen hat, teilt dieses Video doch. Wenn es euch gefallen hat, sagt es doch einfach ein paar Freunden weiter. Gut, und wenn nicht, dann teilt es natürlich nicht. Und wenn nicht, dann gebt einen Daumen nach unten. Und wenn nicht, dann gebt mir halt kein Abo. Gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.